Also Saskia, dann mal Butter bei die Fische. Tag oder Moin? Moin. Also bei uns sagt man eigentlich eher Gude, deswegen passt mir das ganz gut. Eher Moin. Ach, dann Gude oder Moin? Ja, dann bleibe ich jetzt bei Moin. Macht sympathischer. One Take oder Outtakes? Ah, ganz klar, Outtakes. Da gibt es jede Menge und ich finde die eigentlich immer ziemlich lustig. Dann freue ich mich jetzt schon auf alles, was kommt. Offenbach oder Frankfurt? Frankfurt, auch wenn ich in Offenbach geboren bin. Das darf man natürlich in meiner Heimat nicht so ganz sagen. Deswegen eher Frankfurt. TV 3 Eichenhain oder FFC Frankfurt? Oh, ich glaube, schwierig. Ich würde sagen TV 3 Eichenhain, weil ich ein, wie ich schon sagte, eigentlich ein sehr heimatgebundener Mensch bin. Und ich bin dort aufgewachsen, auch wenn ich beim FFC eigentlich auch aufgewachsen bin. Aber da bin ich ja eher so reingeraten über die Mädchenfußballschule. Und ich spiele eigentlich auch lieber mit den Jungs. Von daher, so zu Hause ist schon toll. TV 3 Eichenhain oder Eintracht Frankfurt? Ich wusste es. Eintracht Frankfurt tatsächlich, weil da jetzt wieder so ein bisschen das Herz dran hängt. Also ich war auch damals, als ich klein war, dann auch immer schon Eintracht-Fan. Und man ist immer froh, wenn man dann da auch spielen darf eigentlich. War schön. Du könntest dir wahrscheinlich denken, was jetzt kommt. Eintracht Frankfurt oder Werder Bremen? Jetzt kann ich eigentlich nur Falsches sagen. Da kommen noch mehr Fragen. Na toll, da freue ich mich drauf. Nee, tatsächlich, auch wenn ich jetzt Buhrufe ernten werde, Eintracht Frankfurt. Ich glaube, es ist immer so, wenn man jetzt 15 Jahre, auch wenn es dann FFC Frankfurt war und jetzt Eintracht Frankfurt, da groß geworden ist, da aufwächst, da so viele Dinge mit und Erlebnisse mit verbinden kann, dann hängt da ein bisschen das Herz dran, was aber nicht bedeutet, dass man jetzt mit Werder Bremen auch schöne Momente erleben kann. Wir verzeihen dir das und werden dich überzeugen. Danke. Lea Schneider oder Janina Hechler? Oh, das ist gemein. Ja. Das ist richtig gemein. Ich liebe euch beide. Ich würde, glaube ich, aktuell eher mit Lea Schneider gehen, weil sie eine sehr schwierige Zeit hat und auch immer noch, also hatte und immer noch hat, nach ihren ganzen Verletzungen. Und deswegen, glaube ich, braucht sie aktuell meinen Support ein bisschen mehr. Ricarda Walkling oder Jasmin Sehan? Oh, eure Fragen sind echt gemein. Das ist richtig frech. Ich glaube, da... Ich habe mit beiden viel erlebt. Ich glaube, ich würde da mit Yassi gehen, gerade weil ich mit ihr sehr lange auch auf dem Zimmer war. Wir waren Zimmerpartner damals. Das war immer mega cool und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, deswegen würde ich mich hier für Yassi entscheiden. Laura Freigang oder Maggie Gideon? Beide verrückt, beide vom gleichen Schlag. Ich glaube, ich würde hier mit Maggie gehen, weil ich auch mit Maggie schon auf dem Zimmer war und das auch immer, aber ich war auch mit Laura schon. Ah, schwierig. Aber beide mega cool, macht mit beiden mega viel Spaß. Aber ich glaube, mit Maggie habe ich dann doch noch mehr erlebt als mit Laura. Dann gucken wir mal, was da noch alles dazukommt. Kleinfeld oder Großfeld? Ah, schwierig. Ich habe nämlich auch auf dem Kleinfeld schon viele Turniere gespielt und auch recht erfolgreich. Und es macht immer Spaß, aber es ist immer irgendwie was ganz anderes auf Kleinfeld und Großfeld. Ich denke, Großfeld macht dann jetzt im Endeffekt doch mehr Spaß. Mittelfeld oder Tor? Mittelfeld, das war mal eine leichte Frage, sehr gnädig, danke. Offensiv oder defensiv? Eher, oh Gott, Mann, ihr macht es mir nicht leicht. Ich würde sagen, offensiv mit defensiven Akzenten. Lass man das durchgehen. Lass ich gerade so als Entscheidung gelten, irgendwie. Verein oder Nationalmannschaft? Nationalmannschaft war schon immer irgendwie was sehr Besonderes. Wäre schön, wenn das nochmal irgendwie klappen würde. Lauftraining oder Krafttraining? Oh, die Entscheidung ist leicht. Definitiv Krafttraining. Training um 5 Uhr morgens oder um 21 Uhr abends? 21 Uhr abends. Ich glaube, um 5 Uhr wäre ich nicht spielfähig. Lieber 1:0 oder 5:4? Ich glaube, ich wäre bei 1:0, auch wenn bei 5:4 viele Tore fallen und das eigentlich immer besonders viel Spaß macht. Aber so kampfbetonte Spiele, bei denen man dann im Ende so ganz kurz vor Schluss dann noch ein Tor schießt oder so, die sind schon sehr besonders. Was soll ich nach der letzten Saison sagen? Du passt dann sehr gut hierher. Titel ohne Einsatz oder Einsatz ohne Titel? Titel ohne Einsatz.
5-2 oder Torschusstraining? Ich bin schon eher beim Torschusstraining. So ein bisschen ballern, das macht schon Spaß. Ballern ist ein sehr gutes Stichwort und wir kommen zu einer wichtigen Frage hier bei Butter bei die Fische. Gegentor oder Notbremse? Ganz klar Notbremse. Auch das ist eine Frage. Ja, wir müssen sie stellen. Okay. Das steht in unseren Verträgen. Handkäse mit Musik oder Fischbrötchen? Oh, weder noch. Also ich esse tatsächlich keinen Fisch. Und Handkäse erst recht nicht. Also ich würde hungern in dem Fall. Aber wenn du dich entscheiden müsstest? Ich glaube, dann würde ich das Fischbrötchen nehmen. Seelachs geht gerade so. Wir loggen Seelachsbrötchen ein. Zählt das noch als Fisch hier? Ja, ist okay. Gut. Das ist auch wirklich der Falsche, um die Frage zu beantworten tatsächlich. Aber für mich auf jeden Fall. Appleboy oder Korn? Appleboy. Frankfurter Kranz oder Franzbrötchen? Alter, ist peinlich. Was ist ein Franzbrötchen? So ein Zimtschnecke. Oh, die sind toll. Ja. Das also nehme ich. Special norddeutsche Zimtschnecke. Die nehme ich. Ja. Gut. Wir organisieren mal eins. Gut, sehr gut. Grüne Soße oder Grünkohl? Grüne Soße. Grüne Soße oder grünes Trikot? Farbe grün ist toll, habe ich doch schon gesagt. Am besten grüne Soße essen im grünen Trikot. Das wäre perfekt. Ich empfehle an dieser Stelle das Fragengeballer auf Instagram. Turnen oder Fußball? Fußball. Lehramt oder Profifußball? Ist, glaube ich, eine Frage des Alters. Aktuell ganz klar Profifußball. Wenn die Knochen nicht mehr wollen oder man auch irgendwie noch andere Pläne für die Zukunft braucht, dann auf jeden Fall Lehramt. Deutsch oder Sport? Sport. Sommer oder Winter? Sommer. See oder Berge? Ein Bergsee, bitte. Nee, am liebsten tatsächlich Berge dann in dem Fall. Fußball oder Golf? Fußball. Hund oder Katze? Den Labradudel, bitte. Ich nehme den Hund. Auf freiem Feld oder im Fahrstuhl? Sowohl als auch. Ich nehme... Ich empfehle an der Stelle nochmal das Frageball. Döner mit Schaf oder ohne Schaf? Ohne Schaf. Nutella mit Butter oder ohne Butter? Mit. Kaffee oder Tee? Tee. Tee oder Kakao? Kakao. Buch oder Zeitschrift? Buch. Klamotten kaufen oder Klamotten designen? Beides eigentlich gerne. Aber ich glaube, ich bin da jetzt aktuell ein bisschen... zeitlich eingeschränkt gewesen, deswegen eher kaufen. Musik oder Malerei? Malerei. Kochen oder essen gehen? Beides sehr gut. Ich kann leider nicht besonders gut kochen, deswegen lieber essen gehen. Unsichtbar sein oder in die Zukunft sehen? Au, das ist auch eine gute. Das hätte ich natürlich auch bedenken können, aber ich bleibe beim Unsichtbar sein. Zeitreisen, in die Vergangenheit oder in die Zukunft? Lieber an die Vergangenheit. Ich will gar nicht wissen, was in Zukunft passiert, aber so ein paar Dinge würde ich schon gern nochmal erleben. Immer die Wahrheit sagen oder immer lügen? Immer die Wahrheit sagen. Tattoo oder Piercing? Piercing. Ein Leben ohne Musik oder ein Leben ohne Fußball? Ein Leben ohne Musik. Wer mich kennt, weiß, ich bin nicht musikalisch und bei mir geht auch ohne Musik. Immer dunkel oder immer hell? Immer hell. US-Sport, NFL oder NBA? NFL. Vlog oder Challenge? ich würde die Challenge nehmen, weil ein Vlog ist extrem viel Aufwand und da steckt so viel Arbeit dahinter und ich glaube, das schaffe ich nicht immer umzusetzen und eine Challenge, die ist schnell abgedreht und die macht auch mega viel Spaß. Radio oder Podcast? Podcast. Podcast hören oder Podcast machen? Tatsächlich lieber Podcast machen, macht viel mehr Spaß. Und die dann im Nachhinein noch zu hören, macht noch mehr Spaß. Kick and Blush oder Werder Podcast? Ich muss natürlich bei meinem eigenen Podcast bleiben, deswegen Kick and Blush. Instagram oder TikTok? Instagram, ganz klar. Dieses TikTok, das verstehe ich irgendwie nicht. Sky oder ARD? Am liebsten ARD. Ich habe keine Lust, Geld für Fernsehen zu bezahlen. ARD oder Werder TV?
Werder TV. Das ist die absolut richtige Antwort zum Abschluss. Vielen Dank. War wirklich cool. Also hier könnt ihr es abonnieren, diesen tollen Kanal, auf dem wahrscheinlich noch viel mehr tolle Videos zu sehen sind. Und diese mehr Videos, die seht ihr dann nämlich hier. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Adios.